Hallo und willkommen zurück zu Vision 2. Nachdem wir jetzt den Snackautomaten gefunden haben, also nicht den, sondern den richtigen, müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen, um uns diesen Warp-Dings da auch kaufen zu können. Und da müssen wir jetzt mal schauen. Wir bekommen auch kein Hallo mehr gesagt. Okay, dann gehen wir jetzt mal... Ah, ne, das wollen wir nicht. Da komme ich jetzt auch so nicht mehr raus. Tipps und Tricks. Ja. Müssen wir jetzt mal so durch. Dann fahre ich mal ganz hoch zur Jobberatung. Aber das ist ja eigentlich die Fisch. Mal gucken. Ich glaube 36 war das oder 34, bin mir nicht ganz sicher. Gehen wir mal 36 hoch. Kann sein, dass das hier das mit dem Asteroidenschießen war. Der Meteoriten oder was auch immer. Ne, das war jedenfalls falsch. Dann gehen wir mal 34. Und hier haben wir Sparkasse. Jobvermittlung. Hallo, ein neues Gesicht. Willkommen im Rockefeller Tower. Ich bin Eusebier Kleefisch und dies hier ist die Jobvermittlung. Wie der Name schon sagt, kümmere ich mich darum, dass Sie hier Arbeit finden. Ah ja. Hier im Tower werden eine Vielzahl von Jobs angeboten, die aber in Einzelfällen bestimmte Vorbildungen voraussetzen. Was für Arbeiten Sie ausüben können, hängt also auch von Ihren Vorkenntnissen ab. Davon habe ich reichlich. Daher möchte ich Ihnen zunächst einige Fragen stellen, die Sie in meinem eigenen Interesse möglichst gewissenhaft beantworten sollten. Sind Sie bereit? Na klar, bringen wir es hinter uns. Okay, sprechen Sie Fremdsprachen? Yes, Englisch. Großartig. Ja, finde ich auch. Gut, haben Sie Hobbys? Videospiele. Adventure-Rollen oder Actionspiele? Seit kurzem bedeuten diese Maßstäbe nichts mehr für mich. Gell, das haut ganz schön rein hier. Geben Sie bitte abschließend noch Ihren bevorzugten Berufswunsch ein. Da gebe ich das ein, was ich als Kind zur Kommunion dem Pastor gesagt habe, was ich sein wird, werde, wenn ich groß bin. Und das habe ich, glaube ich, auch beim letzten Mal eingetragen. Computerfreak! Comperfreak. Na, ist auch egal. Jetzt wird unser Super-Kompi ihre Daten kurz verwenden und... Ah, tut mir leid, das ist gerade Stelle... Comperfreak habe ich tatsächlich eingegeben. Stelle als Comperfreak frei. Oh, das ist aber schade. Aber ich habe hier etwas für Sie, Mike Milligan. Nichts Weltbewegendes für den Anfang, aber eine schöne Einkommensquelle. Alles Paletti, was ist es? Haben Sie noch nicht Scottys Synapsenstimulator ausprobiert? Doch! Dann viel Spaß noch. Okay, dann müssen wir nochmal dahin. Da habe ich aber eigentlich gar keinen Bock drauf. Hat hier nicht noch was anderes? Guten Tag, Frau Kleefisch. Haben Sie Arbeit für mich? Guten Tag, Herr Milligan. Schön, dass Sie vorbeischauen. Ich habe natürlich nämlich etwas für Sie. Burundi sucht noch einen Gehilfen für die Schattenspielo. Der Job wird Ihnen Spaß machen. Okay, mache ich. Schattenspielo. Das klingt doch mal nach was Neuem. Interessanten. Schattenspielo. Achso, Nundi. Buru. Gut, er sagt jetzt, dass er... Achso, das ist eine Sie, okay. Hier, Buru Nundi. Ich bin leider im Moment nicht zu Hause. Wenn du mich erreichen willst, dann komm doch einfach zwischen 21 und 3 Uhr zu mir nach Hause in Ebene 32 oder tagsüber von 9 bis 18 Uhr in den Desintegrationsraum in Ebene 14. Auf Wiedersehen. Nee. Wir wollen die Schattenspielo. Die war aber auch hier oben irgendwo. Schattenspielo. 27 blau. Stonehenge. Da ist sie. Hey Mike, hast du einen Moment Zeit? Klar, warum geht's? Selbstverständlich, Frau Undi. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Hey, cool. Bleiben, wie du bist.
Hey, cool bleiben, bist du denn drauf? Ganz ruhig, nicht aufregen, Frau Hundi, das ist nicht gut für ihren Blutdruck. Okay, cool, Mann, was ist angesagt? Ei, hä? Hört sich doch schon ganz anders an, hä? Na, dann will ich mal zur Sache kommen. Alles easy, ich wollte dir ein Angebot machen, das ich nicht jedem mache. Schieß los, was ist? Hängt das mit dem Classic Competition Club zusammen? Hey, voll hart, du kannst Gedanken lesen. Lesen, schreiben, rechnen, habe ich alles in der Grundschule gelernt. Boah, dann hast du ja mich vollkommen in der Hand. Verschone mich und ich überweise dir 100 Rocks. Wenn ich es mir recht überlege, komm wieder runter, Typ. Ich tu dir ja nichts. Ich glaube, es stimmt, was die Leute so über dich erzählen. Wenn ich es mir recht überlege, na gut, sagen wir 150. Alles klar, dafür garantiere ich dir, keine Gedanken zu schreiben. Pfui Teufel, du musst der Satan sein, Mephisto Milligan. Du bist mir unheimlich. Ich ziehe lieber Leine. Was? Hey Mike, hast du einen Moment Zeit? Klar, Alter, worum geht's? Selbstverständlich, Frau Undi. Wie kann ich Ihnen helfen? Hey, cool bleiben. Ah, okay, wir haben uns angesagt, ey. Dann kann man nichts erkennen. Hey, keine Sprüche bitte, kommen wir lieber zum eigentlichen Thema. Zurück zum Club, den CCC. Jetzt, da du Mitglied geworden bist, hast du dir einen Bonus verdient. Ich habe einen Job für dich. Ein Bonus? Naja, es springt schon einiges dabei raus. Wie viel? Hey, kann das irgendwie sein, dass du kohlegeil bist? Wieso auch nicht? War ja nur so eine Frage. Nun also, hättest du nicht Lust, als Schattenspieler die Kinder zu unterhalten? Also, nee, jetzt übertreibst du aber, es ist spät geworden, ich muss weiter, hört sich doch toll an. Na dann, komm doch mal mit, der Job wird auch extrem gut bezahlt, weil mir eben viel an den Kindern liegt. Es wird dir gefallen, auch wenn dir vielleicht wie ein Kindergärtner vorkommst. Wusstest du gar nicht, dass hier Kinder sind? Doch, zwei Stück, oder? Nee, ich weiß es nicht mehr. Dabei ist es so einfach, die Kurzen glücklich zu machen. Doch, klar. Da gab's bei... hat man vorher im Museum das gemacht. Du wirst sehen, es gibt eine Reihe von Tiersilhouetten, die ihnen besonders gut gefallen. Das habe ich mit der Zeit rausbekommen. Die siehst du links angezeigt. Die baust du einfach aus den Schattenteilen zusammen. Voll easy, Mike. Aber nimm dir nicht zu viel Zeit. Die Kinder werden schnell ungeduldig. Hört sich ja total spaßig an. Ich versuch's einfach mal. Okidoki. What the fuck? Ich hab nicht die leiseste Ahnung. Da ist... kann man nicht... Ah, okay. Naja, das hat ja nichts mit Schatten zu tun dann. Das ist ja einfach nur... nachbauen. Naja. Nicht so wahnsinnig aufregend. Ich glaube, das ist dann wieder zu... Okay, ja. Zup. So. Das passt da aber auch nicht. Das Ding ist breiter dort. Okay. Dann ist das wohl so. Weil es sicherlich nicht der effizienteste Job.
gleich sagen, dass ich viel zu langsam war. Das hier passt aber auch nicht. Wie soll denn das da oben hinhauen? Das passt nicht. Die linke Seite sieht ja noch okay aus, aber die rechte sieht nicht so aus, als wenn die im geringsten passen würde. Was soll das für ein Tier darstellen? Sehr seltsames Tier. Das da. Ach, Moment, das da ist. Es sind. Okay. Verstehe. Verstehe! Ups. Ja, ich würde sagen, das passt so. Quit. Spitzenleistung, das hätte ich nicht besser gekonnt. Du bist die 100 Rocks voll wert. Und gut, das war aber noch nicht die ganze Arbeit. Willst du noch mal sofort weitermachen? Nee, ich komme später wieder. Tschüss. Das war... jetzt nicht so wahnsinnig. Ja. Toll. Das war doch so ein... das war wahrscheinlich die Kläfig wieder. Jobvermittlung. Was gibt's sonst noch? Guten Tag, Frau Kläfig. Dr. Mix, Praxis für einen Terminplaner gesucht. Nee, ich glaube, das war doof. Ich will aber nicht eingewiesen werden, wie Sie wollen. Terminplanung gab es vorher schon. Sonst ist nichts da. Tut mir leid. Ich versuche es. Jetzt gehen wir doch noch mal hin und sagen, dass wir was anderes wollen. Nein, geht nicht. Ja, okay, das ist zwar ein Scheißjob. Na... hier bist du 31. Rot. So, dann müssen wir noch was essen. Richtig gut satt. Das ist die falsche. Das ist Alma Atta. Wie viel Uhr haben wir denn? 17 Uhr. Nicht, dass sie da schon geschlossen haben. Dann wäre das ein nicht besonders guter Tag hier gewesen.
Ah, da, wunderbar. Hallo Mike, ein paar Rocks mehr können nicht schaden. Was soll ich denn machen? Hallo, es geht einfach darum, die Untersuchungstermine zu koordinieren. Jeder Patient hat einen Terminwunsch, aber ich kann jeden Tag nur 4 Personen behandeln. So viel Zeit muss sein. Also links siehst du die Anmeldungen. Wenn du einen mit der rechten Maustaste anklickst, siehst du den Terminwunsch. Versuche allen Wünschen zu entsprechen. Bislang hat es immer hingehauen. Mach zunächst einmal die Termine für Montag und Dienstag. Alles klar? Alles klar. Ja, ich glaube, das war zwar ganz unterhaltsam, hat aber lange gedauert und bin ich abgeworfen. Montag habe ich Zeit für Sie. So. Um 11 Uhr beginnt mein Dienst. Ich komme entweder Montag um 11 oder Dienstagnachmittag. Montag kann ich nicht. Und Dienstag arbeite ich von 11 bis 3. Okay, das heißt, der kann nur... Die beiden sind dann festgesetzt. Mhm. Montag um 11 oder Dienstagnachmittag? Montag habe ich Zeit für sie. Dienstagvormittag kann ich mir frei nehmen. Mhm. Montag um 2 oder Dienstag um 4? Um 11 Uhr bitte. Entweder Montag um 11 oder Dienstagnachmittag. Um 11 Uhr, da Montag von 11 bis 4 Uhr habe ich frei. Montag um 2 oder Dienstag um 4. So, muss so passen. Jetzt ist die Aushilfe auch noch besser als dieses Terminplanprogramm. Alle meine Patienten sind vollauf glücklich gewesen. Die Zeit, Rox, hast du dir wirklich verdient. Das ging ja eigentlich ganz gut. Nun gut, das war aber noch nicht die ganze Arbeit. Willst du jetzt sofort weitermachen? Ja, ja, je schneller ich werde, desto besser. Jetzt wird es wahrscheinlich komplizierter. Mhm. Die Zeit ist, die Musik ist noch kaputt gegangen. Sie wissen ja, ab Donnerstag muss ich wieder arbeiten. Also der muss Mittwoch. Meine Schicht ist um 3 zu Ende. Der muss also ganz nach unten. Entweder um 9 Uhr oder am freien Donnerstag. Freitag vor der Mittagspause könnte ich mal vorbeikommen. Okay, das ist ja ziemlich klar. Ich habe leider nur sehr wenig Zeit. Entweder Mittwoch oder Freitag um 2. Donnerstag muss ich nur bis 1 Uhr arbeiten. Das heißt... Dann setzen wir hier hin. Donnerstag früh um 9 oder Mittwoch. Um 9 Uhr in der Früh habe ich Zeit für Sü, hahaha. Oder Mittwoch direkt nach der Mittagspause. Freitag um 2. So. In der 9 Uhr in der Früh hatte ich Zeit für sie. Ich habe Mittwoch um 9, Donnerstag um 11 oder Freitag um 2 was Zeit übrig. Aha. Mittwoch um 4. Mhm. Freitag um 2 habe ich frei. Ich habe aber nur sehr wenig Zeit. Entweder Mittwoch oder Freitag um 2. Donnerstag um 2 oder Mittwoch direkt nach der Mittagspause. Okay, das müssen wir anders machen. Am Donnerstag stehe ich ganz zu ihrer Verfügung. Da haben wir aber gar kein Dings mehr. Um 9 in der Früh hätte ich Zeit für sie. Donnerstag muss ich wieder arbeiten. Mhm. Mhm. Das heißt, den hier müssten wir
auf Donnerstag bringen. Das heißt, einen von denen müssten wir auf Freitag setzen. Mittwoch direkt nach der Mittagspause, den hatten wir ja hier schon. Das geht nicht. Ja, Mittwoch um 9, Donnerstag um 11 oder Freitag um 2 ist Zeit übrig. Mittwoch um 9. Ja, das geht nicht. Freitag um 2. Freitag um 2. Habe ich frei. Meine Schicht ist um 3 zu Ende. Donnerstag muss ich nur bis 1 arbeiten. Wieder um 9 oder am freien Donnerstag. Freitag vor der Mittagspause. Wir machen die Mittagspause. Ach komm. Guck mal einfach. Jetzt ist die Auslieferung noch bei. Es hat anscheinend so gepasst. Nee, ich komme später wieder. Tschüss. Ja, ich denke, das sollte dann auch reichen. Haben wir ein paar Rücklagen. Wir bekommen dann wahrscheinlich sowieso auch wieder Geld. Hi Mike, hast du gut geschlafen? Naja, hoffentlich erleidest du schönes, viel Spaß. Ein bisschen falsch von der Zeit her mit dem Schlafen. Oder sind wir schon so spät? Oh, wir haben 1 Uhr nachts. Okay, dann sollte ich vielleicht auch was essen. Wir fahren jetzt jedenfalls nach Hause. Terminplanung. So. Ich werde hier einmal was essen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man schläft, wenn man komplett hungrig ist, ob man dann am Morgen direkt umfällt. Ich meine, ja. Jawohl, aber natürlich 8 Stunden. Ja, was Neues gab's halt nicht. Was? Was? So, dann gehen wir wieder nach unten, in die 8, glaube ich. Wieso fragt er jedes Mal? So, 8. Sitz. Müssen wir mal gucken, ob da die Verbindung war. Jawohl. Das heißt, wir gehen hier am besten nach Rot raus. Nach oben. Jetzt sind wir auf 9. Nochmal nach oben. Und jetzt sind wir im Außenkreis. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon in 9 war oder wir noch nach 10 müssen. Aber das werden wir jetzt sehen. Das dürfte passen. Gott, 10, was? Ist das nicht anders? Wir sind doch jetzt in... In 10... Irgendwas habe ich mir falsch aufgeschrieben. Ach nee, ich habe hier auf meiner Liste, habe ich von 8 auf 10 hochgezählt. Ja, okay. In 10. So.
Warper Spezial. Du befindest dich im Warp-Raum 1 im Tower. Ein Materiegenerator, Strukturanalyse, Kristallschlüssel zur Codeeingabe erforderlich. Kontrollraum ist quasi ausgeschaltet. Kristallschlüssel und Codeeingabe erforderlich. Na super. Willst du wirklich zurück und nochmal den Snackautomaten bezahlen? Okay, dann weiß ich zumindest, dass mir das erstmal so nicht hilft. Wir müssen den Schlüssel kaufen. Da, ja, müssen wir gucken mit dem... Ob wir da mit dem Dialog irgendwie was machen müssen. Mit wem hatten wir denn da geredet? War das die Silberblick? Nee. Vanessa. Vanessa Valuta. Neun bis 18 EDV und 36. Wie sieht denn hier ansonsten unsere Werte aus? Information 48, ja, es ist 41, ist ein bisschen nicht so viel. Okay. Hoch, Boston. So, in 10. Vanessa Valuta, hallo? Jetzt reicht's mir aber, keine Zeit mehr, aber... Malcolm McClone. Ja, Moment, scheinst du nicht viel auf die Reihe zu bekommen. Immer muss man dir auf die Sprünge helfen. Tut mir leid, ich bin halt ein bisschen blöd. So. Ich habe darum auch folgenden Tipp für dich. Du solltest versuchen, mit Fridoline Freud Kontakt aufzunehmen. Aha. Na super. Woher soll ich jetzt wissen, dass ich mit dem hier reden sollte? Fridoline Freud. Denk dran, dass du dich über das Telefon über den Tagesablauf von Fridoline Freud informieren kannst. Na okay. Vielen Dank. So. Na, vielleicht sollten wir sie tatsächlich anrufen. Fridoline. Wer bist du denn? Hallo, hier Fridoline Freud. Ich bin leider im Moment nicht zu Hause. Wenn du mich erreichen willst, komm doch einfach zwischen 0 und 6 Uhr zu mir nach Hause in Ebene 39 oder tagsüber von 9 bis 18 Uhr in die Krankenpflege in Ebene 5. Okay, Krankenpflege Ebene 5. So, müssen wir da hin? Ebene 5 ist wahrscheinlich riesig. Krankenpflege. Grün. 5 grün. Und da ist kein direkter Zugang. Also sollten wir rot nehmen. Und dann nach grün raus. Müsste das jetzt hier sein? Passt. Ja. So geht Krankenpflege.
Sei gegrüßt, Fridoline. Ebenso, was hast du auf dem Herzen, Mike? Ich hätte gerne einen philosophischen Ratschlag von dir. Ich wollte mal wieder in deine wunderbaren Augen schauen. Noch nichts Besonderes, ich komme zufällig vorbei. In deine wunderbaren Augen schauen. Das ist hiermit geschehen. Wenn dir das weitergeholfen hat, hast du sonst noch einen Wunsch? Ich hätte dir gerne einen philosophischen Ratschlag von dir. Da habe ich mir doch gedacht, dass du mich deswegen besuchen kommst. Da kannst du Gedanken lesen, was? Was für einen Ratschlag hättest du denn gerne? Hat es etwas mit Liebe zu tun oder suchst du nach dir selbst oder was? Mich selbst habe ich schon gefunden. Was dann? Es geht um Sabotage. Kannst du dich vielleicht ein bisschen genauer ausdrücken? Ich habe erfahren, dass wir Saboteure an Bord haben und jetzt möchte ich gerne wissen, wie ich die Saboteure entlarven kann. Das ist ja höchst interessant. Da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, dieses herauszufinden. Dann verrat mir doch bitte diese eine kleine Möglichkeit. Aber das mache ich doch gerne. Da bin ich beruhigt. Das einzige Chance, die ich für dich sehe, ist die einer Vision. Hä? Geh zur Orgel in Level 10 und hol dir eine Vision ab. Vielleicht kannst du die Saboteure durch eine Vision entlarven. Ah ja, ich weiß, wie das geht. Wie geht das denn? Du musst Obertonvision auf der Tastatur eingeben, wenn du vor der Orgel stehst. Danke für den Ratschlag. Kein Problem, beim nächsten Mal verlange ich allerdings ein Honorar. Ja, das ist derselbe Code wie schon in dem vorherigen Spiel. Aber das machen wir doch gerne. Die Obertonvision. Boop. Sollte man da jetzt nicht was eingeben können? Ach, vielleicht sollte ich die Soundeffekte dazu einschalten. Irgendwie fehlt der Orgel das Farbspektrum. Was? Was soll denn das heißen? Obertonvision. Was soll denn das heißen? Das gibt ja überhaupt keinen Sinn. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich kein Farbspektrum. Ist das schlimm? Tut das weh? Vielleicht sollten wir... 36 war, glaube ich, die Brücke. Jetzt weiß ich wieder nicht, mit wem ich reden soll. Ich könnte natürlich auch nochmal mit der reden. Die wird mir wahrscheinlich dasselbe wieder sagen. Oh, immer zu grün. So. Na, hat's geklappt mit der Vision? Gar nichts hat geklappt. Alles Käse. Jetzt mal langsam, Mike. Immer der Reihe nach. Diese verdammte Orgel ist kaputt. Ich habe keine Vision bekommen. Die ist halt kaputt. Aber was ist denn mit der Orgel passiert? Du hast was ich? Weiß der Geier? Weiß der Henker? Das hilft uns natürlich kein Stück weiter. Wer hat denn diese verdammte Orgel gebaut? Auf diese Frage habe ich
Ausnahmsweise mal keine Antwort. Na wunderbar, jetzt bin ich genauso weit wie vorher. Ich habe schon als Kind Eulenmusik gehasst. Vielleicht kann mir Max weiterhelfen. Das glaube ich kaum. Es gibt eigentlich nur einen, der sich mit sowas auskennen dürfte. Und wer in Gottes Namen soll das sein? Na sowas, jetzt ist mir doch glatt sein Name entfallen. Hilf mir mal bitte auf die Sprünge. Wer? Ich? Nein, der Typ dahinter dir, natürlich du. Meinst du vielleicht Albert Zweistein? Kann es sein, dass du von unserem Hausmeister sprichst? Oh Gott. Ach Quatsch, so ähnlich wie Mac. McDonald's? Denkst du denn nur eins essen? Fällt dir nicht sonst keiner ein? Hatten wir McCartney schon? Schon? Mac schon? Mac Sohn? Ich hab's. Ich meine McClone. Sag das doch gleich und dafür machst du so ein Theater. Auf jeden Fall. Dürfte McClone der Einzige sein, der dir etwas über die Orgel erzählen kann. Na gut, dann will ich dir mal glauben und es war wirklich nicht McCartney? Okay. McClone. Jetzt verschwinde schon. Zip. Und wieder rüber. McClone. Wie viel Uhr haben wir? 14. Jetzt weiß ich nicht mal, wie der mit Vornamen hieß. Irgendwas auch mit M. Welcome. Bis 15 im Pilzland. Danach im Labor. Ja, scheiße. Dann gehen wir mal direkt zum Labor. JKL Labor ist 32. Rot. Und bim. Gut, dass du kommst, Mike. Du kannst mir gleich zur Hand gehen. Moment mal, immer langsam. Ich bin eigentlich nicht gekommen, um dir bei der Arbeit zu helfen. Nicht? Wie schade. Ich arbeite gerade an einem höchst interessanten Experiment. Aber wenn du nicht willst... Was für ein Experiment ist das denn? Ich versuche gerade, einer Ameise einen Computerchip ins Gehirn einzusetzen. Wie interessant, aber Ameisen sind leider nicht mein Spezialgebiet. Klingt appetitlich, da bekommt man ja direkt Hunger. Ich habe noch ein paar afrikanische Riesenameisen eingefroren. Die können wir uns in die Pfanne brutzeln, wenn du möchtest. Oh nein, vielen Dank, ich bin eigentlich nicht zum Essen vorbeigekommen. Dann schieß mal los, Mike. Soll ich deinen sprechenden Toaster reparieren oder was? Hätte so gerne eine Vision, aber die Orgel ist kaputt. Kein Wunder, dass die Orgel kaputt ist. Kannst du mir erklären, warum? Aber ja, das ist ganz einfach zu erklären, da bin ich aber gespannt. Durch die Spaltung des Kristalls hat die Orgel ihr Farbspektrum verloren. Das ist ja der Wahnsinn. Dieses Farbspektrum ist nun auf dem Satelliten Psyche verteilt. What? Nicht zu glauben. Eine Vision kannst du nur noch erhalten, wenn du dir die Spektraldaten vom Satelliten Psyche besorgst. Klingt ziemlich kompliziert. Alles halb so wild, Mike. Ich schätze, das kriegst du auch noch hin. Dein Wort in Gottes Ohr. Du brauchst nur noch den Warp-Schlüssel, um auf Psyche zu gelangen. Na wunderbar. Und wo bekomme ich den schon wieder? Dabei wird ja unser Detektiv Schurk zur Hand gehen können. Er hat immer einen guten Tipp auf Lager. Gut zu wissen. Mhm. Okay. Bibliothekarin. Karin Schurk. Danke für deine Mithilfe, Cloney. No problem, Mike. So, jetzt muss ich mir wieder um meine Ameise kümmern. Okay, dann... Ich glaube, diese Detektei war irgendwo im Nirgendwo. Ricky Schurk. Jeder Privatanschluss von Detektiv Ricky Schurk. Wenn Sie ein Problem haben, seien Sie beruhigt. Sie haben den richtigen angerufen. Sie erreichen mich in meiner Privatdetektei auf der 19. Ebene von 12 bis 15 Uhr. Für dringende Fälle stehe ich ab 21 Uhr wieder hier zur Verfügung. Danke für Ihren Anruf.
Und wo ist das? OPQR 21 gelb, das ist, glaube ich, einfacher zu erreichen. Ist halt noch ein bisschen früh. Wie sieht's hier aus? Kommt man da hin? Ja, easy peasy. Okay, dann gucken wir erstmal Bibliothekar oder in die Bibliothek. Dreißig blau. Mal gucken, wen wir dort antreffen. Niemanden. Dann warten wir hier einfach mal. Das ist natürlich jetzt nicht so optimal. Naja, müssen wir wahrscheinlich morgens dann vorbei. Jetzt kann es sein, dass mir so langsam. Oh, da ist wer. Magenta Silberblick. Herzlichen Glückwunsch, Mike. Habe ich schon wieder Geburtstag? Keine Ahnung, aber du hast beim Preisausschreiben gewonnen. Preisausschreiben? Korrekt. Du kannst den ersten Preis beim Wer malt den schönsten Tower-Wettbewerb gewonnen. Nein, Gutschein für 1000 Freispiele in Tom's Game World. Was sagst du nun? 1000 Rocks wären mir lieber gewesen. Es gibt Wichtigeres als den schnöden Mammon. Na, da gib ihn schon her, den Gutschein. Langsam, mein Freund. Zuerst müssen wir noch ein paar Formalitäten erledigen. Dann hau rein. Also, dein Name ist Mike Milligan, korrekt? Mike Mönzen, korrekt? Wie ist mein Name? Mönzen? Wo hast du das denn gelesen? So stand das auf dem Bild geschrieben, welches du gemalt hast. Aber ich habe kein Bild gemalt. Aber ich hasse Bilder. Das verstehe ich nicht. Wer bist du denn? Mein Name ist Mike Milligan. Und wer hat dann dieses beknackte Bild gemalt? Vielleicht ein gewisser Mike Mönzen. Nicht Jesus, habe ich Löcher in den Händen. Kann es sein, dass du dir einen Spaß mit mir? Vielleicht ein gewisser Mike Mönzen? Potzblitz, das ist es. Woher weißt du das bloß? Also eine Art Eingebung. Ah, so, dann nichts wie ungut und danke für deine Mithilfe, kein Problem. So, Silberblick ist es nicht. Silberblick ist es nicht. Okay. Hilfe, du scheinst arge Probleme mit deiner Ernährung zu haben, ja. Naja. So, 21. Nee, das war nicht. War das 21? Nee. Doch. Na gut. Ich hoffe mal, dass dahinter ein Automat ist. Al Krawatti und Vanessa. Hallo Vanessa, da sind wir wieder. Sag mal, hast du nicht der berühmte. Bist du nicht der berühmte Luke Skywalker? Nein, nicht ganz, aber du kannst eine Autogrammkarte von ihm haben. Oh ja. Dann komme ich doch auch mal besuchen, aber ruf vorher an. Ach, Sonne bist du. Und wie ist deine Nummer? Steht im Telefonverzeichnis. Wo finde ich selbiges? Können Geld zum Telefonieren, dann verdient er welches. Und warum? Ich habe noch keinen getroffen, der mir so viele dumme Fragen in so kurzer Zeit gestellt hat. Ich fühle mich geehrt. Ich fühle mich nicht. Wir sehen uns. Ich mich nicht. Wir sehen uns noch. Ja, schön. Ein alter, echter altgriechischer Tempel wurde 1994 vor der Umweltverschmutzung gerettet. Okay, wir müssen aber da rein. Nee, wir mussten gar rechts rein. Im Schwimmbad kommen wir auch nicht weiter.
Larsen reinströmen, Oleg Brodsky. Wir müssen dahin. Brodsky. Irgendwie sind ja keine Türen, wo wer drin wohnt. Da ist Apartment 1. Super. Ricky Schurk. Das war jetzt wieder noch ein bisschen zu früh, aber wenn ich jetzt noch... Na, gehen wir mal runter. Jetzt finden wir ja keinen Snackautomaten. Oh oh. Oh oh. Ein Stern, zwei Stern, drei Stern, vier Stern, fünf Stern. Okay, dann ist es vorbei. Ist das eine schwere Krankheit? Aha, das kommt doch nur davon, dass bei unserem Klima hier tägliches Essen und Schlafen absolut notwendig ist. Ja, und wo kriege ich die Kohlen her? Was soll ich denn schlafen? Natürlich zu Hause im Bett. Jetzt aber raus hier. Es gibt noch wichtige Operationen. Die Zahl Rocks buche ich Ihnen sofort ab. Na super. Vielen Dank. Müssen wir wohl wieder neu verdienen, weil da habe ich jetzt auch nicht so gespeichert. Vielleicht kriegen wir da aber auch nochmal einen neuen Job. Also, jetzt nochmal Ebene 21. Meint, da war er doch, oder? Schurk, 22 Uhr. Eine Tür. Bevor ich jetzt hier Wurzeln schlage. Ist der das nicht sogar? Nee. Der schon wieder. Ich bin aus einer Eile. Ich dachte, du hättest vielleicht ein paar Infos für mich. Was soll ich denn rüberkommen? Ja, immer so. Kommt gleich was anderes. Ja. Ich meine, er hätte gesagt, dass er hier sein wollte. Nicht, wäre das jetzt schon ziemlich blöd. Ich glaube, wenn ich jetzt hier rausgehe, falle ich direkt wieder um. Oder ich falle jetzt schon wieder um. Ja, 5, jetzt sind wir wieder im Krankenhaus. Ja, gut. Dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir wirklich zu seiner Detektei. Und da aber jetzt erstmal wieder schlafen.
Wir können aber auch morgens zur Bibliothek mal. Bin ich ja falsch? Falsch. Aber natürlich 12 Stunden. Okay. Dann stopfen wir uns erstmal wieder mit Material voll. Ja, anscheinend waren wir schon satt. So, wie viel Uhr haben wir? Ja. Viel Spaß. 10. Moment, wo war die Bibliothek? 30. Blau, da gehen wir jetzt erstmal hin. Da ist genau niemand. Dann Ricky Schurk. Von 12 bis 15 Uhr. Ah, das war jetzt dieses Problem, das zu erreichen, oder? Gehen wir erstmal nach 19. Gucken mal, wo das hier war. Rot. Na, das ist eigentlich dann nicht so schwer zu erreichen. Glaube ich. 21. Gucken wir mal. Oder was? 20? 20. Nein, 21. Mhm. Da rein. Dann müssen wir hier runter, dann darüber. Und da wären wir. Okay, Ricky. Mensch, Mike, gibt's dich auch noch? Wo treibst du dich bloß die ganze Zeit rum? Wieso? Ich höre doch schnell wieder Wind, oder? Da habe ich aber nicht viel von ihnen gemerkt. Wie auch immer, was gibt's Neues? Meine Erkältung ist fast auskuriert. Ich habe Vanessa besucht. Und, hat sie dir den Schlüssel gegeben? Nein, sie wollte ihn mir nicht zeigen. Schade eigentlich. Und was hast du jetzt vor? Frag mich mal was Leichteres. Ich dachte, du hättest vielleicht eine Idee.
Hab ich auch. Und die wäre? Du musst dir den Schlüssel irgendwie besorgen, egal wie. Langsam geht mir dieser Schlüssel auf den Geist. Tolle Idee, aber wie kann ich diesen verflixten Schlüssel nur bekommen? Nun ja, es gibt eine Möglichkeit, den Kristallschlüssel zu kopieren. Schön, dass ich das auch nochmal erfahre. Wie soll das funktionieren? Da musst du schon unseren verrückten Professor fragen. Wer soll das sein, wenn man fragen darf? Man darf. McClow natürlich, unser ewig zerstreutes Genie. Mensch, super, Ricky. Danke für den Tipp. Na super. McClone zurück. Und Vanessa danach. Okay, okay. Dann gehen wir erstmal wieder hoch. Und dann hier wieder hoch. Oder nicht? So. Und jetzt ist mal wieder zurück. Super. Zurück zur Erlebniswelt. So. Dann gehen wir vielleicht aber erstmal. Na, wir könnten schon eigentlich auch direkt ins Labor wieder. Also falsch. Wo war das Labor? Labor 32, rot. Zut. Und dann nur geradeaus. Bevor wir da aber dann reingehen, werde ich erstmal wieder einen Schnitt machen. Und dann werden wir beim nächsten Mal hier weiterschauen und dann nochmal arbeiten gehen und den Schlüssel besorgen und dann endlich diesen Warp Burger kaufen. Wir haben jedenfalls eine Menge zu tun. Dann bis zum nächsten Mal.